Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the looks in the band. Legacy. So und damit ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heutiges Thema: Beam and fucking G. Punkt Rap. So, es dreht sich um diese Karre hier, ne? Und zwar die ist perfekt. Guckt euch das an, einfach fetter Neuwagen, der, ich habe mir für 2-3 Millionen gekauft, ne? Man kann die scheiß Kofferraumklappe aufmachen, ja, guck hier. Werde ich euch gleich einen geilen Trick zeigen. Und zwar, was laber ich euch, Digga? Ich werde euch nicht die scheiß Rostkiste zeigen. Ich habe mir eine fette Mod runtergeladen. Wieder mal. Also eine geile Mod. Ihr kennt ja, ich habe, also man kann ja in Beam and G so, gibt so. So. Also im Spiel selbst gibt es so eine Mod Aussuchleiste da. Mir fällt der Name nicht ein. Da sind so ein paar Fahrzeuge, ein paar gute, ein paar schlechte und ein Panzer. So. Habt ihr mal ausprobiert, der war grottenschlecht. Und ich habe mir einen neuen geholt. Alter, guckt euch das Vieh an, Alter. Das sieht für mich aus eher so wie ein Wasserpanzer. Die gibt es in 4 Varianten. Das ist dieser Self-Mode. Keine Tarnung. Und ja, ich habe es so ausprobiert. Ich probiere immer die Mods aus, bevor ich euch irgendeine Scheiße zeige. Und das ist krass realistisch. Deswegen haben wir die Klappe aufgemacht. Damit der, also wir fahren jetzt drüber und dann fahren wir ins Wasser. Heißt, wir werden Scheiße bauen. Da. Ja, aber Handbremse an. Ja, jetzt perfekt. Das ist so geil, Alter. Ich habe ja so Panzer runtergeladen, so durch Zufall gesehen. Ein paar Flugzeuge, Heli ist auch, die funktionieren aber nicht so. Aber mit scheiß Panzer, Alter. Leider gibt es keine Ego. Nur das. Warte mal. Was? Ich hab's gar nicht ausprobiert. Was macht dieses O? Nein! Ist ja geil. Okay, das wusste ich nicht. Den Geschützturm? Der feuert? Ey, verarschen. Also ich hab den nur zum Fahren ausprobiert. Wenn der feuert, Alter, ne? Wenn der schießt. Nee. Ey, ich schwöre, ich dachte gerade, ne? Das ist so overpowered. Ey, ich schwöre, das wäre mein Lieblingsfahrzeug. Alter, geil. Okay, das ist geil. Das ist geil. Na gut. Jetzt gehen wir zu diesem Thema. Wir werden das Ganze in Slow-Mo machen. Ey, wie der... Leute, ich guck euch das an. Einfach zack, boom, Alter, rauf. Gar keine Chance, Alter. Digga, direkte Fahrerkabine platt. Okay, ich glaube, wir stecken fest. Ey, guckt euch das an, Digga. Wir haben kein Damage, Alter, an dem Panzer. Weg hier, Digga. Ich wollte eben so einen realistischen Panzer haben. Aber es war so ein Kettenpanzer. Jetzt häng ich da fest, Alter. Boah, Alter, guckt euch das an, Digga. Schleift den mit. Wie platt der ist. Und wir haben keinen einzigen Damage gekriegt. So. Einmal rum. Komm schon. Und jetzt volle Pulle rein, Alter. Yalla, yalla, yalla. Natürlich auch ins Lobo. Ey, jetzt wäre der wird richtig zerfetzt. Einfach drüber, als wäre das nichts, Digga. Als wäre das nichts. Fährt da drüber. Als wäre das Müll. Wir werden natürlich auch größere Sachen benutzen. Durch das alle hier. Das Blöde ist, hat diese Rambock da vorne, Dings. Da. Hau nicht so hin. Deswegen kommt er nicht rauf. Jetzt müssen wir es mit dem Wasser ausprobieren. Und zwar, wenn wir da so links Anzeige, wie tief das ist. Hier sind wir schon bei 8 Meter. Also, ich glaube, das ist ein Wasserpanzer. Sieht optisch genauso aus: 32, 40, 48, 56. Okay, wir sind fast bei 100 Meter. Oh, wir müssen auch mittig fahren. Das ist... Okay, wir sind noch auf dem Grund. Und... Okay, das ist zu schmal. An sich keinerlei Schäden und das ist... Wasserpanzer. Der müsste ab jetzt hier... Und... Okay, der kommt sehr schlecht voran.
Der hat keinen Grip. Okay, gut. Hätte ich nicht gedacht. Wir saufen mal direkt ab. Wir machen direkt das. Ich weiß nicht. Strömung? Lul. Ist ein Wasserpanzer. Nur halt ein schlechter irgendwie, der hat keinen Grip oder so, keine Ahnung. Und jetzt stecken wir fest, wird sich verarschen. So. Als nächstes probieren wir es mal mit was Großem aus. Oh, schöner Fang. Ey, wo? Habt ihr jetzt nicht gehört? So. Wenn meine Stimme sich komisch anhört, bin ich irgendwie krank. So, keine Ahnung. Corona 80? Nein. Hatte wirklich noch nie Corona. Wir werden jetzt einen fucking Bus spawnen. Nicht irgendeiner, sondern mein Lieblingsbus. Ah, ich liebe das Video, das sich verzögert. Kapi. Ich mag das neue Menü nicht irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin mit dem alten da, aufgewachsen sozusagen. Ja, das sah irgendwie besser aus, war besser. Weil aber nicht jeder Jet funktioniert. Mit dem konnte ich nicht abheben, der macht ja nichts. Den habe ich glaube ich noch nicht ausprobiert. Können wir gleich machen. Wo ist mein Bus? Nein. Habe ich den gelöscht? Ich habe den gelöscht, fuck. Ey, Digga, warum leckt das so? Gott, wir nehmen den. Highway. Aktuell, also die hat das Spiel schon fast komplett auf Deutsch übersetzt. Ich weiß nicht warum. Echt, jetzt keine Ahnung. So. Ein wunderschöner Bus. Und da brettern wir uns volle Pulle rein. Gucken, wie schnell das ist. 50, 60 ist locker drin. 70. Auf 100 kommt der nicht. Was will ich denn? Wir machen mal auf 16 und auf 100. So. Jetzt gucken wir mal. Leute, wie das aussieht, ne? Wenn da so ein Panzer durchbrettert, Alter. Guckt euch das an, als wäre es nichts. Als wäre das wirklich nichts. Alter, der fickt den so auseinander. Geht Slow-Mo aus. Das ist halt wegen dem Rambock vorne. Kommen wir nicht so ganz auf die Fahrzeuge rauf. Sonst wäre es noch krasser gewesen. Der hat so einen Kettenpanzer, wäre schon geil. Aber das Ding wiegt ja schon auch ordentlich. Ne, ich werde meinen LKW zusammenbauen und dann klatschen wir den mal darauf. Bis gleich. Ein paar Sekunden später. So, People, ich muss mir ein. Ja, so eine Art Rampe bauen. Weil. Gibt keinen passenden Trailer. Und den es gibt, der auch eine ausfahrbare Rampe hat, da passt er nicht rein. So. Also, an sich würde ich den locker aushalten. Was eigentlich. Gut, macht schon Sinn, aber nicht auf so ein Ding. Naja, wir testen es mal aus. Und. Gehen wir mal. Easy. Alter. Grad so, Digga, wie fett der ist. Ne? So, Handbremse anziehen. Und da kommt es echt locker weg, Alter. Okay, schwer. Fährt sich schwer los. Jetzt werden wir mal machen. Wir werden jetzt Anlauf nehmen. Ich darf nicht zu stark lenken, sonst kippt der. Und jetzt werden wir volle Kanne ins Wasser reinbrettern. Natürlich ist das ganze slow, fuck. Natürlich das ganze Slow-Mo. Ich hätte den Motor ausmachen sollen. Also wenn ihr mehr sowas sehen wollt, wie Beam und so Scheiße, ne? Abonniert meinen Kanal, like die Glocke. Tut die Glocke aktivieren und like das Video. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ich noch ausprobieren soll. Wahrscheinlich gibt es auch so safe ein paar. Es gibt ja auch GTA, Autos, Mods, Flugzeuge, was auch immer. Es gibt wirklich alles. Auch diesen berühmten Titan.
den viele nicht fliegen können, weil er einfach hochempfindlich ist. Weil viele kennen den. Einen falschen Fehler bei der Landung und dann hat das ganze Ding explodiert. So, ich drücke jetzt auf Vollspeed. Und wir switchen. Oh fuck. So. Anbremse los. Scheiße, das wird schief, das wird schief, das wird schief, das wird schief. Aber wir gucken, wie weiterkommt. Währenddessen fahren wir auch los. Er guckt durch die Räder an, Alter. Alter, weil so ein Panzer losfährt, Digga. In der Fahrerkabine will ich nicht sitzen. Oh. Ich glaube, das ist ein Millionenschaden, wenn so ein Panzer einfach mal umkippt von der Ladefläche. Sicher wird er sich. Modus aus. Wir werden ihm hinterherfahren und werden ihn schrotten. Was wird er nicht kommen? Hoffe ich. Ernst? Wäre so geil, wenn der Ding noch schießen kann, Alter. Alter. Junge. Geronimo! Ich komm mit der, Bitches. Wird er zuerst auf den Anhänger gehen? Nee, okay, geglückt. Stell dich vor, das wäre die Fahrerkabine. Ihr seid locker tot. Anhänger weg. Leck mich fett, Alter. Okay, der wird's gerade so überleben. Aber apropos, wie wäre so Panzer aus? Wir werden jetzt mal von der ganzen Anlauf nehmen. Und dagegen klatschen. Ich meine, ein Panzer soll eigentlich unzerstörbar sein. War auch der Plan. Sind sie leider nicht. Jeder Panzer hat überall eine Schwachstelle. Deswegen mal gucken, sollte der vorne eigentlich nicht haben, oder? Aber wenn wir gerade das mal hier sind, machen wir auch gleich einen Looping. Ob das hier. Oh, Scheiße. Oh, Leute, das funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ganz ehrlich. Okay, let's go. Na, ja, mal gucken, wie schnell der fährt. 60, locker 70. 80. Ich glaube schon, die 100 wird er safe knacken. Mit gefühlt 100 km/h dagegen brettern. Ist nicht ganz ohne. 110. Ich glaube schon 120, 120, 120, 120 locker. Und let's go. Mit 130 Sachen fast. 130 km/h. Alter. Fuck! Oh, Scheiße. Aber. Doch, no, fahrtüchtig. Mein Panzer soll ja auch was ausstecken. Perfekt, Digi. Und das war's dann mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und nein, da kommt der nicht hoch. Auf jeden Fall werde ich den behalten, der ist echt geil. Jedenfalls, tschö. Mit. With the